absent armor of boundary, the brittle beauty of understanding, the casual coolness of your desire, the delicate danger of my longing, the empty envelope sealed, the fallen fire paused, the glorious grittiness before the grace, the heavy honor waiting your heart, the ignorant idealism of my dreams, the jarring joy of surrender, the kept kiss of seduction, the labored love of your youth, the mourning memories on my pillow, the normalized neglect of the underdog, the obvious omission of care, the perfect pity you beckon, the quiet quantum leap of rescue, the refined rage in your fingertips, the stunning silence of the mountain, the transient truth simmering, the underlying urgency in her whisper, the violent victory of revolution, the wayward waltz of our words, the exonerated xenophobia of privilege, the yellowed yes coming up for air, the zero zone reached. The yellowed yes coming up for air, the zero zone reached. Im Begehren nach Verstehen. Lyrikkritik zum Poesiefilm Juxtaposition von Miriam Heckman. The brittle beauty of understanding. Dieses Fragment einer brüchigen, spröden, vielleicht auch zerbrechlichen Schönheit des Verstehens stammt aus Mary Olivers Gedicht Das Meer. Die australische Performance-Poetin Miriam Heckman hat diese Zeile in den Gedichttext ihres fast zweiminütigen Poesiefilms Juxtaposition integriert, als eine von 26 alphabetisch miteinander verschränkte Bedeutungsschichten, die sich vertikal und in Schwarz geschrieben aneinander vorbeischieben. Ist die Gebrochenheit des Verstehens in diese minimalistischen Wortformationen eingewebt, so erzeugen sie doch Widerhall, der mit Eigenfrequenz herüberschwingt und mein Begehren nach Verstehen ansetzt, wie es Peter Fuchs und Ferdinand Schmatz in ihrer Korrespondenz zwischen Dichtung und Systemtheorie verlieren. Auch die filmischen Elemente in diesem Stück sind reduziert. Aus einer Palette an Weiß, Grau bis Schwarz ergeben sich wandernde Formengitter. Eine Kartografie geometrischer Gebilde im Echo einer überlagerten Stimme. Sprechende Punktsignaturen im Spiel mit Tiefe und Unschärfe, Sternenkarten gleich. Diese elastische Medialität erzeugt in mir, mit Ortfried Schäfter gesprochen, nicht nur die Denkfigur eines topologisch formbaren Feldes semantischer Übergänge, Übergänge zwischenmenschlicher Interpretationen, Gefühle, Bindeglieder der Lebensbeschreibung. The jarring joy, the kept kiss, the labored love, the mourning memories. Die abecedarische Grundform dieser Signaturen weist ihre Inhalte im bildlichen Aufriss einer Schablone als selbstsprechend aus. Die einzelnen Wortpaare, die als Steps in die Bildersequenz hineinlaufen, scheinen quantisiert auf die 26 Buchstaben des Alphabets, sind in der rhythmischen Abfolge mechanischer Verknüpfung anschaulich gemacht. Mein Begehren nach Verstehen muss demnach hier einsetzen, an der erzeugten Mechanik eines vorgängigen Verstehens. Es blitzt und es denkt,
So formuliert es der Dichter Ferdinand Schmatz mit Lichtenberg, aber was passt? Und wie lässt sich auf diese mechanische Einklammerung bestimmter Schwingungen, die der Poesiefilm transportiert, als Kritikerin angemessen reagieren? Man könnte sich die Dinge beispielsweise zunächst genau angucken, mit einer sehr großen Lupe etwa, die man sich kurz ausleiht und bei der größten Vergrößerungsstufe sehen und akzeptieren, dass alles, was dort zu sehen ist, letztlich zusammengesetzt ist aus Gegenüberstellung. Und dazwischen? Keine Ahnung, wie Nele Stuhler es in ihrem gleichnamigen Buch aktuell schreibt. Im Poesiefilm von Miriam Heckman erscheint es für mich eher so, dass hier vor allem eine Form des Wissens oder Verstehens dessen, was sie dichterisch selbst versteht, machen wollte und es dann auch gemacht hat. Ein Machen, um das sie vielleicht als Muster der Erfahrung im Einsatz von Stilmitteln der Gegenüberstellung, nicht jedoch ihrer direkten Effekte, bereits vor dem Machen wusste. Der von Miriam Heckman gewählte Titel Juxtaposition, der im Manifest der Videopoesie von Tom Conniffs 2011 als zentrales Stilmittel erwähnt wird, scheint dies auszuweisen. Als Stilmittel steht Juxtaposition für die Verbindung von gegenläufig Gleichem, zum Teil einander versperrt und das sich doch ähnlich ist. Ein Stilmittel, welches auf daraus resultierende Wirkungen nicht rezepthaft verweist, sondern in seiner Mechanik zeigt und für dessen freigelegte Bedeutung und Deutung offen ist. Der Titel des Poesiefilms von Miriam Heckman kündigt folglich auf Produktionsebene das Wissen und den Einsatz solcher Formen der Zusammendrückung und Freilassung bereits an. In diesem Machen als Verstehen, wie es sich mit den Worten von Ferdinand Schmatz beschreiben lässt, wird die ästhetische Figur des Poesiefilms in ihrem performativen Potenzial nicht nur als Vorstellung einer plastischen Gestalt vermittelt. Auch ihre eigene Plastizität, ihre resonante Dimension wird herübergependelt, die diese Ästhetik zugleich als Szene der Verwandlung und Sinnmorphose ausgehen lässt. Denn poetischer Film ist letztlich plottloser Film, so pointiert es Tom Conniffs mit Viktor Sklovsky in seinem Manifest. Will ich nun als Kritikerin mit meiner Stimme Verantwortung für das Genre Poesiefilm übernehmen, so kann ich nicht vorrangig über Plot sprechen, sondern muss mich damit auseinandersetzen, auf welche Weise Text, Bild und Ton miteinander zu tun haben. In diesem Verständniseingang kann ich herausstellen, dass es hierbei auch um ein Wissen über das Halten einer Struktur, einer Regel geht, die den gesamten Poesiefilm gleichsam ordnend durchflimmert, nämlich in Form einer Sorgfalt des Zeigens, womit und worüber Miriam Heckman das Poetische in ihm überhaupt entfaltet. Mit Buchstaben und Materialkörpern der Sprache, in der Anfrage an Gleichrangigkeit von Bedeutung und Materialität, im Minimalbereich von Wortkombinationen und Tonbildanbindungen. Darüber kann zugleich betont werden, dass sowohl auf RezipientInnen- als auch Rezensentenebene Antworten als Formen des Freilegens oder der Freilegung von Erfahrungen gefordert sind. Mehr noch vielleicht als Einsätze eines reflexiv oder kognitiv gelagerten Verstehens. Denn in Poesiefilmen wie denjenigen von Miriam Heckman scheint es vor allem um das Ausstellen der poetischen Erfahrung selbst und weniger deutlich um
die Illustration einer einstimmigen Geschichte zu gehen. Illustratives fungiert hier, wenn dann, als Mechanik von Erfahrung oder, wie es Øyvind Fahlström formuliert, als immer kostbare Wiederholung zur Freude am Wiedererkennen. Ein solches, zugleich dabei vermitteltes, unbegriffliches Denken erlaubt es zum einen dem Künstler in der Verbindung von Text, Bild und Ton als sinnlich und abstraktem System gestalterisch zu arbeiten und zum anderen dem Kritiker zu beobachten, was, wie dabei hervortritt. Das Wie zu bezeichnen, aber auch zu brechen und letztlich offen zu halten gegenüber einem Bedeutungsabschluss. Dann führt The Wayward Waltz of Our Words, der eigensinnige Walzer unserer Worte, nachdem sie beispielsweise als Yellowed Yes, als vergilbtes Ja einmal Luft geholt haben, zur Zero Zone Reached, der Nullzone, fraglos geriffelt. Und wenn wir Glück haben, erkennen wir darin das Muster, das für dieses dargestellte Fragment spezifisch ist. Stehen dabei im Schall einer Stimme, die nicht auf das Attribut der gewählten Wortpaare beschränkt bleibt, schwimmen in ihrem Echo, das für uns einen virtuell verlängerten Raum aus Les- und Hörbarem bereitstellt, erinnern zögerlich das Meer aus Mary Olivers Gedicht oder tauchen ab in Miriam Heckmans Sternkarte einer gefalteten Schwimmhalle. Thank you.